Abtreten in der Genierekrutenschule in Bruck. Verdienter Feierabend nach einem reich befrachteten Ausbildungstag. Nur gut, dass es in nächster Nähe der Kaserne einen Ort gibt, wo alkoholfreie Getränke und etwas zum Knappern wohlfeil zu haben sind, in kameradschaftlicher Atmosphäre. Wie in Bruck das Soldatenhaus, lädt bei jeder größeren Kaserne in der Schweiz eine Soldatenstube die Rekruten und WK-Soldaten zu einem Imbiss und behaglichem Aufenthalt ein. Früchte, Kuchen und Schokolade erfreuen sich bei den Wehrmännern und ganz besonders bei den Rekruten größte Beliebtheit. Der Spatz stillt den Hunger, die Zwischenverpflegung in der Soldatenstube stillt den Glust. Die Soldatenmutter. Sie leitet die Soldatenstube, die auch in Friedenszeiten einem echten Bedürfnis entspricht, indem der Rekrut hier als Ausgleich zur militärischen Ausbildung echte Heimatatmosphäre findet. Ein Brief an die Lieben zu Hause. Der Ehrentitel Soldatenmutter wurde den Leiterinnen der ersten Soldatenstuben im Grenzbesetzungswinter 1914 von den Wehrmännern verliehen. 1914, kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges, im Gründungsjahr des jetzt 50 Jahre jung gewordenen Schweizerischen Verbandes Volksdienst und Soldatenwohl. So sah es damals in den ersten Soldatenstuben im Jura aus. Villa Else hieß das Lokal nach Else Spiller, der späteren Frau Dr. H.C. Züblin-Spiller, der Initiantin der Soldatenstuben. Die Aktivdienstteilnehmer von 1914 bis 18 nutzten die Neuerung gerne. Hier gab es Getränke und Gebäck zu kleinen Preisen. Zivile Betriebskantinen, Wohlfahrtshäuser und industrielle Beratungs- und Fürsorgestellen bilden heute ein weiteres Kernstück der Vereinstätigkeit. Rund 2500 Frauen und Männer arbeiten in den über 200 SV-Betrieben im ganzen Lande zusammen, um im Geiste von Else Züblin-Spiller dem Volk zu dienen. Gewiss, permanente Soldatenstuben gibt es heute gegenüber den Kriegsjahren nur noch wenige. Und doch schließt sich hier der Kreis, denn in einem solchen, wenn auch nicht so modernen Soldatenhaus, nahm vor 50 Jahren das segensreiche Werk seinen Anfang. Wir gratulieren dem Schweizerischen Verband Volksdienst und Soldatenwohl zur Feier seines 50-jährigen Bestehens. Ja.